meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Sekunde, ich muss jetzt mich jetzt nochmal ein bisschen... Ich habe vorher nochmal ein kleines Aufnahmepäuschen gemacht. Heute habe ich echt Bock auf das Spiel und werde auch viel weiterspielen. So, Sekunde, muss ich mir mal ganz kurz Notizen machen. Hm. 15, 11. Alles klar, gut, weiß Bescheid. Wir wollen jetzt hier die Eisregion ein bisschen erkunden. Und ja, ich habe den ganzen... ich wusste's, das Spiel ist ja beim letzten Mal abgeschmiert. Da habe ich einfach ein Aufnahmepäuschen komplett gemacht. Und habe mir gedacht, ja, blöd gelaufen. Und ja, ekelhaft natürlich. Jetzt muss ich es halt nochmal irgendwie hinkriegen. Na, den Silvio will ich jetzt mit den... So, was haben wir denn hier? Nochmal ein Wächter. Kann ich noch einen machen? Ja. So, jetzt trinke ich nochmal sowas. Nur den hier irgendwie, das ist gut. Ach, das war dumm. Ja, bitte noch mehr. Wächter, drauf! Och Mann, die sind doch so blöd wie Stroh, ey. Ach. Ich brauche echt was Besseres zum Beschwören. Aber das lief eigentlich soweit ganz gut. So, ich habe 174 Mana. Der Wächter braucht 60. 6, 12, scheiße. So, 75. So, die kümmern sich um den Golem. Oh, perfekt. Nicht zu plündern. So. Nicht zu holen. Super. Also mit genug Steinwächtern klappt das. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass du hier mehrere beschwören kannst. Oh, aber welchem Spiel war denn das, wo man nur eins beschwören kann? Das war doch irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwo war das, wo man nur eine Sache beschwören kann. Also bei Skyrim, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte in der letzten Zeit irgendwie so ein Spiel gespielt, wo man mehrere Sachen... Nee. Ich habe in der letzten Zeit kaum Spiele gespielt. Na gut, ist egal. So, Silvio, der Weg ist frei.
Ich weiß, du bist eine Mister. Ich spreche auch nicht mehr, nicht weiter mit dem. Im Hintergrund ist jetzt ist heute irgendwie so wieder so schwül warm. Oder es liegt wirklich einfach nur daran, dass es in meinem Zimmer ist. Deswegen habe ich mal die Fenster so ein bisschen gekippt. Ganz aufmachen kann ich das leider nicht. Sonst wird das nichts mit dem, wird das nichts in Sachen von, in Sachen von Aufnahme, sonst wird das echt zu laut und man hat ständig hier irgendwie diese ganze diese Noob-Qualität außerhalb. Na, kommt her, ihr Wölfchen. Hm? So, okay, jetzt läuft das auch irgendwie wieder mit der Dingsbums. Super. Das Spiel hatte einfach nur einen Fehler. So, träge ich noch mal von den Dingern, warum eigentlich nicht? Naja, Silvia und Dingsbums, die heult die ganze Zeit rum. So, die beschäftigen den Eisgolem. So, die sind eigentlich ganz glücklich. Vielleicht gehen die jetzt auch auf den anderen Golem. So, komm mal her. So, sind jetzt nur zwei, ne? Die zwei sollten kein Problem sein. Gut, guti, 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 guti. Supi, dupi. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Mana trinken, aber nur ein bisschen. Ich versuche einfach so viel wie möglich irgendwie. So, First Person kurz, um zu gucken, ob hier irgendwas rumeiert. Nö, gut, passt. Naja. Ist nicht gerade. Warum der da oben die Akku-Range bekommen hat, weiß ich nicht. Aber gut. Neue Aufnahmesession hat sich gelohnt. Weil. Jetzt, wo das Ganze so ein bisschen buggy, nicht mehr so buggy ist, ist das alles super. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch ein Bett. Komm, das könnt ihr mir nicht erzählen. Gut. Ich speichere hier einfach mal ab. Und guck mal, ob ich den Golem hier so ein bisschen... wie hat er mich da gekriegt? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Ey, das ist doch zum Kotzen. Diese Eisgolems sind echt der Hammer, ey. Na, komm her. Ja, ich weiß, du willst jetzt schießen. Dann kommst du her. Komm ein bisschen näher. Perfekt. Super. Feuerwurzel. Hier liegt noch ein Trank. Da ist noch so ein komisches Irrlicht. Aber sonst gibt es hier nicht viel, ne? Na gut, ist ja auch nur der Anfang.
keine Ahnung, was mit diesen Irrlichtern ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe aber noch keinen Damage von denen bekommen, also, hm. Die Eiswölfe sind eine Nummer für sich. Die machen richtig... Also mit normalen Wölfen habe ich nicht das Problem. Auch mit Wagen habe ich eigentlich nicht so das Problem. Aber okay. So, hier gibt es nichts. Das bedeutet, ich muss hier rechts. Also es, die Eisregion ist schon schön so an sich. Gibt auch einiges so zu entdecken. Sieht aber jetzt nicht so spektakulär aus, finde ich. Von daher... Lederbeutel, Spruchrolle und natürlich darf der Vino nicht fehlen. Und Schnaps liegt hier rum. Mmh, lecker Wein und ein Bett. Super, ich hab's gewusst. Du sollst nicht auf den Hocker setzen. Wenn, dann höchstens ins Bett. Aber erstmal hier alles looten. Leichter Fisch, da ist bestimmt immer, da ist bestimmt was versteckt. Was haben wir denn hier? Fisch. Die sind hier unten, dass ich den nicht aus Versehen esse. Leichter Fisch. Drei Gegenstände, drei Dietriche, supi-dupi. So, warte mal, gab es hier nicht noch irgendwo eine kleine versteckte Truhe? Ich meine schon, da oben. Die Frage ist, wie kommt man da offiziell hin? Kann ich mich da irgendwie hochglitschen? Ne, da muss ich von der anderen Seite kommen, ne? Gut, dann will ich es mal testen. Ja, mit Einhandmeister hier 100% ist das alles total easy peasy. Ja, mal gucken, ob ich hier irgendwo reinkomme. So, lass mich mal überlegen, vielleicht. Okay, ich komme da auch so hoch, okay. Das war ein bisschen hoch, keine Ahnung warum, aber na gut. Links, rechts. Das war schwach. Na gut, wenn der so schwach gewesen ist, dann vielleicht doof gelaufen. Oh, ist doch doof. Gut, ich muss mal gucken, wie kann ich denn da hoch? Vielleicht dort, darüber. Ich probiere es einfach mal. Diese Eisgolems, ne? Die sind schon echt eine Nummer für sich. Die haben aber auch eine richtig hohe magische Resistenz. Vielleicht wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn man bei denen einfach mal wie ein Bekloppter drauf rennt und dann drauf losknüppelt. Aber es ist immer schwierig zu gucken, sind die jetzt alleine unterwegs oder nicht. Wie komme ich da hoch? Ich will da hoch, aber die Frage ist, wie? Da muss es irgendwie hochgehen. Ich meine, die haben ja nicht umsonst da diese Truhe gemacht. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Irgendwie von dort vielleicht? Ich könnte es probieren, aber sieht für mich eher so aus, als wenn nein. Hä? Ich verstehe nicht, wie man da hochkommen soll. Also zumindest auf im offiziellen Weg. Ich speichere hier mal ab, bevor ich hier irgendwo runterfalle und ich sterben sollte oder sowas. Nein! Das war mir klar.
Da muss es doch irgendwie hochgehen. Ich meine, da gibt es eine Truhe, da gibt es einen Trank. Da kann man irgendwas looten. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich muss doch wohl nicht so einen Rückstoß von so einem Kackgolem da so verwenden. Wann darüber könnten wir hinkommen. Nein, 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 nein! Yeah. Okay, das wird ein bisschen tricky, aber da muss es irgendwie hochgehen. Ich will mich da ungern hochglitschen, aber irgendwie muss man da doch hochkommen. Offiziell, meine ich. Ich meine, da so ein bisschen hochglitschen oder so ist easy, kein Problem. Habe ich auch kein Problem, das mal zu machen. Das Problem ist allerdings, wie gesagt, hier will ich ja größtenteils cheatfrei bleiben. Das heißt größtenteils, also komplett cheatfrei. Wogegen Zeitraffer für mich jetzt nicht unbedingt zum Cheaten dazugehört. Kannst auch nirgends lang klettern oder so, ne? Das ist zu hoch, selbst wenn ich Akrobatik können müsste. Wie kommt man da hoch? Vielleicht von der anderen Seite? Was ich allerdings nicht glaube. Dass man... Ne, hier ist ja noch schlimmer. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Fuck! Ärgerlich, oh ärgerlich. Na gut, wenn ich hier offiziell nicht hochkomme, dann ist das halt doof gelaufen. Weil ich meine, ja, da gibt es einen Trank und da ist eine Truhe. Also irgendwie muss man ja da hochkommen. Und ich glaube nicht, dass die das für Hacker gemacht haben, also für Cheater gemacht haben, die sich hier mit F8 irgendwie so ein bisschen hoch crazyen. Blöd gelaufen. Gut, dann kann ich da aber nichts machen. Wenn ich da offiziell nicht hochkomme, dann muss ich da mal offscreen einfach mal gucken, ob sich das lohnt. Und wenn da irgendwas Wichtiges oder so drin ist, dann... Warte mal, ich will mal was probieren. Ich will mal wirklich was retarded probieren. So, da hinten ist der Drache, den sehen wir schon. Aber natürlich möchte ich die Eisregion noch säubern. Mitnehmen, was geht. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Dafür, dass ich da so viele Dietriche geopfert habe, war das aber nicht cool. Da oben gibt es bestimmt auch noch was. Ja gut, die zwei. Sind das eigentlich, ich glaube, das sind neben den Eliten sind es die stärksten, glaube ich. Normalen Monster. Einfach mal gucken, was hier so zu finden ist. Sieht für mich nach ziemlicher Leere aus. So, Heilwurzel. Trank, Heilkraut und Blauflieder. Da oben sieht für mich so aus, als würde es da nichts geben. Okay, hier ist noch ein... Ich habe kaum noch was zu trinken. Also ich meine jetzt hier so zum...
Also Eisblock könnte ich eigentlich auch lernen. Die Frage ist... Die Frage ist, brauche ich den Eisblock als Rune? Macht er sich für mich als Rune bezahlt? Für mich sieht so aus. Ja, komm, erstmal den Golem. Das war mir ein bisschen zu knapp, Freunde. Die Eiswölfe unterschätze ich ganz gerne. So, aber die Eisregion müsste damit auch dann abgeschlossen, beziehungsweise... fast abgeschlossen sein. Na, kommt her. Hm? Ihr wollt's doch auch, Burschen. Nicht da ist nichts zu holen. So, hier gibt's auch noch was. Oh, zwei Eisgolems. Das erfordert mal wieder ein komplettes Geschick, was ich natürlich nicht besitze. Ihr müsst mir echt den einen oder anderen vom Hals halten. Ich kann nicht stehen bleiben. Also kannst sagen, was du willst, die Steinwächter sind dämlich. Eine Rune. Und das ist kein Runenstein. Was haben wir denn hier für eine Rune bekommen? Angst. Feuerpfeil. Die Ausgerüsteten haben wir ja schon. Goblin-Skelett erschaffen. Großbauer, Kloster. Hä? Was haben wir denn hier für eine Rune bekommen? Hafenstadt, Pass Miental. Zweimal Pass zu Miental. Woher haben wir... Ah, ist echt... Ah ja, das ist ein bisschen low. Aber gut, von mir aus. Hier muss es doch bestimmt auch noch weitergehen, oder? Ich habe hier so das Gefühl, als hätte ich hier noch irgendwas Cooles vergessen. Kann aber auch sein, dass ich das vielleicht schon geholt habe. Ich glaube, hier soll ich nicht lang. Ich glaube, offiziell ist hier Schicht im Schacht. Yay! Ende der Welt! Super. Okay, dann gehe ich hier auch nicht weiter, wenn ich hier nicht lang soll. Sonst falle ich nachher irgendwo ins Endlose und dann... Und ich habe jetzt keine Lust, hier runterzufallen. Und da drüben komme ich auch nicht hin. Okay, gut, dann ist das so. Wenn das Spiel sagt nein, dann... Mein letzter Geschwindigkeitstrank. Kacke. Ich mir überhaupt überlegt, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. Ich befürchte... Nein.
Na gut, ich habe das hingekriegt. Die Eisregion ist vom Sound her ziemlich still, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen gruselig. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt so, ne? Jetzt muss ich hier mich nochmal... Nehme ich nochmal zwei von denen. Von denen kann ich ruhig auch alle nehmen. Ich meine, was soll der Geiz? Also nicht alle, sondern so viele, bis ich voll bin. Alter, was für viele Eiswölfe hier rumlaufen. Das könnte problematisch werden. Nee, ich nehme da lieber einen Trank oder sowas. Na, komm her, Echsenmenschen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mir das mal angucke, wie viel Damage so ein Feuerball macht bei so einem Eiswolf. Bleib stehen, ich will keinen Mana verschwenden. So, den Drachen ist es ja Gott sei Dank scheißegal. Das sind nur zwei. Perfekt. Finkreck. Okay, ich will aber erstmal hier diese ganzen Lakaien von dem platt machen, dass ich mich mit dem Boss alleine battlen kann. Also richtig schön... Boah, Leute, Leute, der Drache, der wird schon Spaß haben. Habe ich das Auge Innos an? Ja, habe ich. So, ich möchte aber hier noch erstmal alles angucken, bevor ich jetzt hier mich an den Drachen mache. Nachricht, was liegt denn hier für eine Nachricht? In der alten Hütte. Lieferung. Wichtiger Hinweis, Hütte im Sumpf. Dieses Schreiben habe ich bei den Banditen in der Sekopshof gefunden. Wichtiger Hinweis, Hütte im Sumpf, Hütte im Sumpf. Lieferung von Fortuno. Rezepto, Notiz, Fischer William, Nachricht. Achso, das war die erste. Okay, Gift der Blutfliegen, Tagebuch, Almanach der Besessenen, eine Nachricht. Mir reißt, ich habe mich lang genug. Okay, das ist von Gilbert. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise auch geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns. Saturas. Aha, Brief von Saturas. Okay. Ich möchte jetzt noch nicht mit ihr sprechen. Ne? Das sieht da schon natürlich gefährlich aus. Der Eisdrache ist natürlich auch mächtig. Nö, das war's. Sonst gibt's hier nichts. Okay, dann nochmal speichern.
Und komm, Feuer frei. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ja. Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Hm? Jupp. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sobald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Ja, ja, mein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkrek, ist klar. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Das haben deine Brüder auch gesagt. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Ja, Drachen müssen ja nicht unbedingt böse sein, aber diese schon. Macht ihr keinen Sinn, unsere Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Hallen auf dass ihr dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Die Kraft des Auges ist erloscht. So, ich hätte dir noch ein paar von den Viechern auf den Hals. Sollte eigentlich die Akku vor. Sag mal, ich habe ja nichts dagegen, dass sie ein bisschen hin und her laufen, aber das ist nicht in Ordnung. Ja, 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 ist klar.
So, weißt du was? Ich mache das jetzt anders. Ich hole jetzt... Also der braucht ordentlich und... Oh, diese Regeneration von denen, ey. Die geht einem so auf den Sack manchmal. Und die Wächter sind jetzt auch nicht wirklich eine Hilfe, muss ich sagen. Natürlich. Ja, ach Mann, das ist doch scheiße, das mit den Drachen. Das ist so ätzend. Das ist wirklich ätzend, ey. Lass mich raten, bis ich mich regeneriert habe, ist der auch wieder voll. Oder kann ich nichts machen? Ach, wie viel Wächter soll ich denn... Weißt du was, ich mache das, versuche das anders. Habe ich irgendwo was, was interessant wird? Meine Güte, ey, was eine Geburt. Na Gott sei Dank hat er ordentlich HP gegeben, XP gegeben. Das machen wir dann beim nächsten Mal, weil wir haben nämlich schon die 30 Minuten schon längst überschritten und ich will die Parts nicht mehr so lang machen, außer Premieren. Also bis dahin, ciao.